Marke, wie wir schon in den News gesagt haben, Andy, jeder Andy kennt ihn. Sein Talk CIA versus WikiLeaks, Unterdrückung und erfahren und auch beobachtet. Andy, es geht darum, die Sammlung von seinen Beobachtungen visuell und aber auch andere Beweise der letzten Jahre zeigen, dass die US CIA und Central Intelligence Agency und andere Entitäten der US-Regierung gegen WikiLeaks vorgegangen sind und auch umgebende Personen und Organisationen. Heißt Andy bitte mit einem sehr warmen digitalen Applaus willkommen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ein digitaler Applaus ablaufen soll, aber danke für diese Hilfe. Zu Beginn möchte ich ein paar Einschränkungen machen, damit ihr wisst, welche Perspektive ihr hier erhaltet. Ich arbeite schon sehr lange an den Themen Überwachung, Signalintelligenz, Datensicherheit und auch schon zu der Zeit, wo Snowden seine Dokumente veröffentlicht hat. Aber trotzdem, dieser Talk soll ein bisschen anders sein. Es ist jetzt wirklich über was, was ich selbst erfahren habe, wo ich das Ziel war. Ich bin da vielleicht nicht die neutralste Person in diesem Szenario, aber ich möchte so technisch wie möglich sein. Und ja, bitte verzeiht, wenn ich ein bisschen ärgerlich bin über diese Menschen. Nur das hängt mit dieser Perspektive zusammen. Zweitens, im CCC habe ich immer mich um Menschenrechtsfragen gekümmert. Ich habe EDRI gegründet, um sicherzustellen, dass Menschenrechte gewahrt werden in der digitalen Umgebung. Was hier passiert ist, geht ein bisschen über digitale Rechte hinaus. Ich bin ein deutscher Staatsbürger. Also ich werde mich hier auf die deutsche Umgebung fokussieren. Ich würde mich freuen, wenn Menschen mir helfen, mir dabei helfen, das ganze Universum der Menschenrechte zu verstehen. Denn es gibt ähnliche Fälle, die an anderen Teilen leben. Zweiter Disclaimer. Sorry, that is so much. Ich möchte die CIA-Aktivitäten zeigen, die Julian Assange und andere Mitglieder von WikiLeaks und umgebende Personen betreffen. Was ich hier beschreibe, habe ich selber beobachtet und erfahren. Es ist nicht komplett, aber wenn ihr darüber noch nicht gehört habt, ich möchte ein paar klare Stellungnahmen hier geben, wie man diese Dinge bewerten kann. Und zuletzt, andere Menschen werden hier auch genannt, aber ich möchte sie ein bisschen heraushalten. Aber es wird die Zeit geben, wo wir andere Berichte hören werden. Hier ist meine Struktur des Vortrags. Ja, ich möchte euch zeigen, wie man in dieses Chaos hereinkommen kann. Und ich möchte euch den Umfang und die Zeitreihe zeigen und etwas über die Psychologie und Paranoia und über kognitive Dissonanz sprechen. Und dann geht es um das neue Normal, die neue Normalität von IT-Fällen. Und was ich mit einschüchterner Überwachung meine, das ist der Elefant im Raum. Und zuletzt dann ein paar Gedanken, wie man hier wieder rauskommen kann. Wie kommt man in solche Situationen rein, die nicht schön ist?
Es gibt ein paar Ideen, die wir in der Hacker-Community teilen. Das ist auch nicht so weit entfernt von den Ideen der Journalisten-Community. Diesen Ansatz hatte ich persönlich, hatte auch diesen Ansatz, irgendwie seit 20 Jahren, als Wikileaks 2006 begann, war jetzt nicht, als ob ich oder ich in der Szene darauf irgendein Bug aufgesprungen ist, den es vorher noch nicht gab, aber Wikileaks war ein sehr starkes Konzept, ein sehr guter Test für Demokratie. Wenn Regierungen nicht mit voller Transparenz arbeiten können, das erteilt natürlich viel über sie. Und das ist natürlich ähnlich in diesem Punkt, wie wenn man als Journalist arbeitet, wenn man Dinge zeigt, ob das Lügen der Politiker sind. Es geht nicht immer darum, Freunde zu finden. Aber natürlich geht es darum, auch manchmal Leute richtig zu verärgern. Also, das passiert natürlich. Aber in diesen spezifischen Umständen, wo es, was über Julian Assange vorhatte, da gibt es natürlich ein paar kulturelle Missverständnisse. Das Wort Verschwörung zum Beispiel für uns in Europa, für Deutschen. Wir sind inspiriert für eine Verschwörung. Das bedeutet, die Welt ist komplett voll davon. Und wir sollten einfach beim Besten davon mitmachen. Aber bei den Amerikanern, wie dort Conspiracy, also Verschwörung, genannt wird, das ist ein rechtlicher Begriff, und man wird rechtlich mit Amerikanern redet, dann werden sie sehr nervös. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Der US-Begriff Leute, die zu organisierter Kriminalität zuzurechnen sind oder solche Arten von Organisationen. Das ist natürlich absolut nicht, wo wir uns beteiligen können, aber manchmal machen wir Witze über Verschwörungen und Menschen, die da zuhören, stehen es dann falsch. Und das habe ich das Gefühl, ist natürlich, was auch hier passiert ist. Und da sind ich und einige andere natürlich ganz schön missgelangt. Also am Ende, Journalismus ist ähnlich mit Daten oder ist es ähnlich, wie wenn jetzt Hacker mit Daten arbeiten und damit dann die Mieten stützen. Darum geht es eigentlich, diese zu finden und zu lieben. Aber hier ist ein kleiner Überblick, was passiert ist. After I was a bit long for zwei Jahrzehnten war ich jetzt im CCC gewesen, bin ich Teil eines Board der Wahr Holland Stiftung gekommen, die sammeln Geld für Wikileaks nach der Idee von Wahr Holland seit 2010. Ich bin später Teil dieser Organisation geworden, aber als Wikileaks anfing, die Afghanistan-Warlocks das hat schon dafür geführt, dass rechtliche Dinge stiftung und natürlich, dass Chelsea Manning verhaftet wurde. Und es war immer klar, also ganz am Anfang an, das sind rechtliche Probleme, das ist eine geheime Jury und natürlich wollten die Menschen sich darüber, dass der Kriegsverbrechen in die das war natürlich alle uns in den Medien ein großes Thema. Wenn Menschen zusammenkommen und ein Projekt, das sind Menschen, die haben Charaktere, die haben Fehler und die machen Dinge, die nicht immer gut sind. So, ich versuche jetzt nicht gerade, dass alles gut war. Das war nur die CIA, die irgendwas Böses macht. Natürlich gab es Menschen mit Fehlern und diese Fehler werden natürlich genutzt und verstärkt und so weiter. Und 2007 Wikileaks CIA-Dokumente publiziert in dem Vault 7. Und diese Dokumente beschreiben Technologien und Exploits von der CIA. Die meisten kennen sie alle, aber ihr könnt die alle auch im Internet angucken.
Das enthält natürlich Werkzeuge, die der CIA erlaubte, jemand anders zu sein, zum Beispiel von einem Land zu kommen, die eine andere Sprache zu sprechen, oder eine russische Sprache aus Iran oder Farsi zu sprechen und so weiter. Pompeo, der zu dem Moment immer noch Direktor des CIA war, war wütend. Es gab Referenzen dazu, eins von April 2017 und einer von Februar 2018. Im ersten öffentlichen Vortrag als Direktor des CIA April 2017 machte er dort folgende Aussagen. Er sagte, WikiLeaks und andere feindliche er nannte also WikiLeaks einen nichtstaatlichen, feindlichen Nachrichtendienst. Und es gibt dort diese Konzepte von Daten, das ist etwas, das man taktisch messen kann. Informationen sind Daten, Intelligence ist also Daten, die zu einem Nachrichtendienst aufbereitet, zu einer Art, dass man damit arbeiten kann. Und man kann dort fast sagen, es ist eine Ehrung für WikiLeaks. Aber so wie Pompeo das gemeint hat, ich glaube, man kann glauben, dass es nicht sehr ehrenhaft war, sondern das war eigentlich eher das Verständnis der USA von Nachrichtendiensten ist dann halt eben etwas anders. Und das ist weit von davon weg, dass es halt darum geht, dass sie nur Nachrichten sammeln, sondern sie wollen damit wirklich die Leben von anderen Menschen beschädigen. Später, im Februar 2018, hat er dann diese Aussage nochmal verstärkt. Die Zeit schrieb, dass er etwas bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hatte, bei dem nachdienstlichen Roundtable. Dort sagte er, die meiste Zeit arbeitet mit Non-State, wie zum Beispiel Al-Qaida oder solche, aber dann auch WikiLeaks. So, I have no idea. Was für eine Liste, keine Idee, was ihn dazu gebracht hat, diese Organisation Hezbollah zu verstehen, aus Berlin sehen. Wir wissen, dass sie gutes Halloumi hier herstellen, und das ist für die Geldwäsche und so weiter. Ich mache sie damit terroristische Dinge. Oder Dinge, die als Terrorismus dienen. Aber der Humus ist wirklich echt gut, kann ich bestätigen. Aber andererseits, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass was Pompeo meinte, macht diese Vergleiche und es scheint, seine Ressourcen darauf abgestimmt zu haben, WikiLeaks zu überwachen. Es ist keine Überraschung, dass Frau Holland, diese bestimmte Aktivitäten der WikiLeaks Foundation finanziert und da können wir natürlich verstehen, warum Diskussionen und die wollten jetzt gerne sich angucken. Bevor ich zu aktuellen Dingen komme, möchte ich einmal kurz in die Psychologie einsteigen. Also natürlich, wenn Dinge passieren mit einem, aus einer Sicherheitsperspektive kommen sie immer mit etwas, das man plausibel nennt. Wenn da jemand vor einer Tür steht und guckt, ob man rausgeht, dann ist nicht nur jemand, der da steht. Das ist jemand, der liest Zeitung oder macht irgendwas anderes oder irgendwas repariert. Er hat immer irgendwie was, immer ein guter Grund, warum er da ist, der nichts mit dem eigentlichen Grund, warum er da ist, zu tun hat. Das ist ein Basisprinzip. Plausible deniability, how intelligence agencies act in the so-called field. Also wie sich die Sicherheitsdienste oder Nachrichtendienste dann verhalten. So, over time, of course, if you have too much of this, wenn man zu viel davon macht, dann sieht man dieses seltsame Muster an und das, was man paranoia nennt. Also man hat Sorgen vor allem, was passiert, das vielleicht ein bisschen normalerweise in Ordnung ist, aber es ist vielleicht doch ein bisschen komisch oder zu viel. Und vielleicht kann man das auch situationelles Bewusstsein nennen, weil natürlich it's just an accurate observation. Eine akkurate Beobachtung ist. That happens around of you. But
You might know that, and your two friends. Und du weißt das vielleicht, und deine Freunde, die sich damit beschäftigen, wissen das vielleicht, aber deine Freundin und deine Eltern, die verstehen das vielleicht nicht. Und die denken jetzt, dass du verrückt wirst. Und dieses Verrücktwerden, das ist natürlich auch ein Aspekt dessen, was man immer beachten muss, weil es ja auch wirklich so sein könnte, dass man hier Muster erkennt, die gar nicht da sind. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich dieser menschliche Zwang oder dieser menschliche Bedürfnis, solche Dinge nicht zu sehen. Also man möchte die Monster gar nicht die ganze Zeit sehen. Aber wenn sie vielleicht wirklich mal da sind und man sie leugnen und anfängt, während sie einem gegenüber sitzen, dann ist das auch nicht besonders hilfreich. Also habe ich mich in dieser seltsamen Umgebung wiedergefunden, wo die Gedanken sich ein bisschen im Kreis gedreht haben. Ich habe mit den harmlosen Sachen angefangen, also Internetangriffe oder Internetvorfälle. IT-Incidents, I called it here. Wegen der bloßen Anzahl habe ich das jetzt in werde ich da eines Tages mal eine eigene Vorführung draus machen oder einen eigenen Vortrag. Dann könnt ihr euch das alle nochmal anschauen, aber hier sind die grundlegenden Muster. Also Geräte, die ihr benutzt zur Kommunikation. Communication devices, they always have issues when you fangen immer an, sich komisch zu verhalten, wenn ihr verschlüsselt arbeiten wollt. Und das passiert immer, wenn ihr mit den gleichen Leuten reden wollt. Also Mobiltelefone mit Mobilfunk, die entwickeln immer Probleme. Apps, LTE verschwindet, wenn ihr es benutzen wollt. Der Akku hält nicht mehr so lange, selbst wenn man nichts gemacht hat. Und ja, ihr fragt euch, was passiert da? Ja, wir können das in Faraday-Käfig packen oder in eine Faraday-Tasche. Aber ja. On LTE. Ja, LTE. Ich habe mein Handy so konfiguriert, habe, dass es nur LTE benutzt, dann hat das ganz gut funktioniert, außer ich konnte halt nicht telefonieren ordentlich. Aber wenn es auf 3G runtergehen konnte, dann gab es Probleme. Ich hatte Zertifikatprobleme, wenn ich VPNs benutzen wollte. Und wenn man sich mit Journalisten beschäftigt oder mit Journalisten kommuniziert, und die sind jetzt natürlich keine technischen Experten, die benutzen Apple, die haben dann komische Probleme mit ihren PGP-Schlüsseln, die nicht mehr funktionieren. Oh, das ist natürlich Open Source und deswegen schwierig zu benutzen. Aber ja, das ist alles Teil der Welt, die wir kennen, mit der wir uns irgendwann nicht mehr so auseinandersetzen wollen, weil IT einfach kaputt geht, das wissen wir. Dann ab etwa Mitte 2017, als ich noch regelmäßig zu Julian geflogen bin, um ihn in der Botschaft zu besuchen, da habe ich bemerkt, dass sich Dinge an der Grenze geändert haben. Und die Agenten haben angefangen, komische Fragen zu stellen. Also, leben Sie in den UK? Was tun Sie? Wozu kommen Sie her? Vorher war da vielleicht eine Frage und dann plötzlich 3-4 davon. Und die wichtigste war, als mir klar wurde, dass sich die Antwort gar nicht anhört. Vielleicht hat er die erste Frage nochmal gestellt, nachdem ich die dritte geantwortet hatte. Oder es kam eine nach der anderen, ziemlich random, ziemlich zufällig. Und er hat eigentlich nur gewartet, bis das grüne Licht auf dem Bildschirm angeht. Und dieses grüne Licht hat wahrscheinlich bedeutet, dass das Team draußen soweit ist, mich abzufangen. Und das ist dann auch passiert und sie haben mich dann den ganzen verdammten Tag festgehalten. Und einmal habe ich einen davon auch vorher gesehen. Der hat gegenüber an der Straße gesessen, hat beobachtet, wie ich im Büro saß.
weil ich ein bisschen Erfahrung hatte, wenn du feststellst, dass diese Leute dich verfolgen werden und du schaltest deine Kamera an und machst vielleicht Bilder, dann verschwinden sie sehr schnell. Sie wollen nämlich nicht bloßgestellt werden. Aber die Briten haben sich hier völlig anders verhalten. Sie wurden sehr aggressiv von der Körpersprache her, haben mich gezielt angeschaut und so weiter. Das war ein bisschen seltsam. An dem Tag um 3 Uhr nachts, als meine Freunde mich zu dem Ort gebracht haben, wo ich schlafen sollte, war immer noch ein Auto, sogar eine Einbahnstraße. Ich musste dann umdrehen und so weiter. Das war keine versteckte Überwachung mehr. Das war ein Versuch der Einschüchterung. Und über die nächsten Monate hatte ich dann neue Lieblinge, also neue Dinge, die ich sehen würde. Leute auf der Straße, die da sitzen, die einfach an Gebäude lehnen. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass die billigen Plastiktüten, die sie trugen, einfach nur Kameras versteckt haben. Und dann haben sie mich gefilmt. Und ja, das hat sich schon nicht gut angefühlt. Und die Idee hinter diesen Maßnahmen, wenn man sich mal die Handbücher ansieht, die man online finden kann. Also die verdeckte Überwachung, die soll feststellen, wo man ist. Und das, der nächste Schritt, ich nenne es Einschüchterungsüberwachung. Und ja, da geht es dann darum, Leute zu stressen. Also man hat ständig dieses Gefühl der Paranoia. Also man schaut sich um und man hat das Gefühl, dass irgendwas falsch ist. Und das ist genau das, was sie wollen. Und im April 2018, naja, eigentlich im März, habe ich dann eine von meinen Kryptophones gebracht, ein Zipphone, in dem Fall, habe ich dann zurückgebracht hier in den Workshop, um das Display zu reparieren, weil es ein bisschen warm geworden ist und geschmolzen ist. Es war kein besonders hochwertiges LCD, und ich wollte es einfach nur austauschen und habe es aufgemacht und habe tatsächlich eine Wanze gefunden. Und die Wanze war sogar ziemlich fortgeschritten. Hatte einen Akku, hatte einen kleinen Schild und dahinter war ein Modul, das reingelötet wurde. Da war FPGA-basiert, hatte Hardware-Krypto, 16 GB Flash-ROM, komplett passiv. Ich hätte das also gar nicht finden können, wenn ich jetzt einfach eine Radiosignale untersuche oder Funksignale suche. Und das musste von außen, es hat erstmal nur aufgezeichnet und musste von außen aktiviert werden, um die Daten zu schicken. Ich zeige hier mal ein paar Bilder, dass ihr eine Idee kriegt, was ich gefunden habe. So sah es zumindest anfangs aus. Das Telefon hat zwei Platinen, eins für die Tastatur und dann einmal für die Verbindung, für Kabel und alles. Und das war die modifizierte Version der Tastatur, in Blau die Batterie, dann das abgeschirmte Modul und das in Gelb, das ist schon ziemlich high-tech. Wir haben uns das natürlich genau angeschaut, was wir hier haben, was das für Chips sind, was genau sie tun. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass das hier, also für die, gerade für die, die Snowden-Dokumente gut gelesen haben, das ist ein Sammelgerät, ein sogenannte Target Access Operation, also eine physische Zugriffsgruppe. Das war jetzt nicht einfach nur hier eingebaut. Dieses Telefon war natürlich in einem abgeschlossenen Raum. Das heißt, da musste jemand wirklich einbrechen, um das anzubringen. Und hier haben sie eine kleine PCB noch aufgeklebt.
into their little technology. Und hier sieht man ein Vergleichsbild rechts, wie es im Original aussieht. Da ist fast nichts drauf. Und links sieht man die modifizierte Version. Ein Freund von mir hat dann ein kleines Diagramm gemacht. Ich lasse das dann, also das wird alles hochgeladen, das könnt ihr euch später genauer ansehen. So, hier sind ein paar Aspekte dessen, was dann zu der Zeit durch den Kopf ging. Das erste war, wie lange ging das jetzt schon? Keine Ahnung. Könnte Jahre gegangen sein. Die Komponenten haben wir herausgesucht, die wurden so um 2013 hergestellt. Also nicht früher als April 2013. Snowden hat das Ganze Mitte 2013 freigegeben. Ich habe für Spiegel schon mit anderen zusammengearbeitet, neben diesem Telefon, und natürlich kann ich hier sehr viele Leute belastet haben und das könnte damit zusammengehängt haben. Es ist nicht metrisch, das sieht man an verschiedenen Maßen. Die Antenne war rund 800 MHz. Und ich habe mit Leuten geredet, die professionell nach Pflanzen suchen. Und die haben mir erzählt, dass sie gemäß Erfahrungen aus dem Krieg, Kalten Krieg bis heute, dass es einiges bedarf, ein solches Gerät in einen geschlossenen Raum zu bringen, weil man da sehr viel sicherstellen muss, dass man nicht entdeckt wird. Und was man normalerweise macht, ist, dass man nicht nur eine Wanze installiert, sondern mindestens zwei. Wenn man einmal durch diesen Aufwand geht, dann lohnt es sich, gleich zwei zu installieren. Und im Kalten Krieg war es rund so 1:8, weil die Technik damals nicht so zuverlässig war. Und das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht. Was könnten Sie sonst noch verwandt haben? Wie könnte ich die anderen Sachen finden? Und wie kann ich mich absichern? Also wie kann ich mich dagegen absichern, dass ich sicher sein kann, dass es nicht nochmal passiert? Und das war die erste harte Konfrontation mit meiner eigenen kognitiven Dissonanz. Weil ich vorher immer gedacht hatte, ja, ich habe ein bisschen Probleme mit der Technik. Also ja, sie verfolgen mich und man gewöhnt sich daran. Aber dass jetzt hier etwas, was man wirklich in der Hand hält und was man wirklich benutzt, einen physischen Beweis zu haben, dass alles abgehört wurde, das ist, was ich eine harte Konfrontation nennen würde. Das nächste, worüber ich reden möchte, ist ein bisschen neuer, das ist ungefähr anderthalb Monate her. Als ich meine Wohnung verlassen habe, sehr früh, um ein paar Sachen von dem Geschäft zu holen, weil wenn da keiner da ist, das ist eine ganz gute Idee, das am Morgen zu machen. Und eine halbe Stunde später kam ich zurück und ich sehe, dass mein Schlüssel nicht mehr in den Safe ist. Das fühlt sich natürlich doof an. Das war kein normaler, es war ein Spezial-Stealth-Zylinder. Das ist eine schwarze Firma, die machen spezielle Schlüssel, die man nicht fotografieren kopieren kann, weil sie eine Mechanik drin haben. Und ich habe dann aber, als ich die Tür kam, habe ich meinen ich mit einem Freund aus der Lockpicking-Industrie gefragt und er hatte mir vorgeschlagen, das Zylinder zu holen. Ich mit meinem Anwalt gesprochen, darüber gesprochen, es ist eine gute Idee, das auf die Polizei zu packen, uns auf die Liste der Sachen zu packen. Und dann fiel mir ein, dass ich diesen Morgen verfolgt wurde, aber ich habe nicht darauf aufgepasst. Ich bin einfach nur ein bisschen herumgelaufen, um ein paar Abgründe zu machen. Und da waren ein Pärchen, die mir in solchen Unsinn geredet haben, und die hören jetzt spät zu und reden. Ich habe jetzt diesen Call an, aber ich war freundlich genug, das zu hören. Es war also nicht darüber, wo ich hergehen sind. Es ging einfach nur darum, dass ich nicht zu Hause war. Sie achteten darauf, dass ich in der Zeit nicht zu Hause war, sodass die anderen dann arbeiten konnten.
Das ist eine laufende Untersuchung, aber das war das nächste Mal, wo wir da ist eine kognitive Dissonanz. Nein, ich bin hier nicht wichtig und die folgen einfach hin und her. Und das fühlt sich irgendwie komisch an, aber das war dann anders. Das war nicht mehr so schön. Hier ist nochmal mein Schließzylinder. Man kann das Objekt nicht sehen, das hier reingepackt wurde. Am Ende haben wir es nicht rausgeholt. Das ist forensisch ziemlich schwer. Die Polizei ist vorbeigekommen. Und das war ein interessanter Tag, den man auch so haben kann. Also hier ein paar Aspekte dazu, die ich mich gefragt habe. Also erstmal war das einfach mein Zylinder, der geöffnet wurde. Und vielleicht konnten sie den einfach nicht selber öffnen und mussten dann das dann gewalttätig machen. Sie waren in der Wohnung und haben irgendwas anderes gemacht, vielleicht noch die Wand einzusetzen. Aber als das Schloss nicht mit dem Originalzylinder packen konnten, weil sie ihn zerstört haben, haben sie einen anderen reingepackt. Das war, warum mein Schlüssel nicht passte. Das ist eine Option. War das vielleicht ein Versuch, um einen Schließzylinder durch etwas anderes zu ersetzen, mit einem günstigeren und einfach um mich dazu zu bringen, ihn zu ändern. Und die nächste Option, vielleicht ging es gar nicht um die Tür oder ging es Ihnen nur darum, mich einfach ein bisschen abzuschrecken. Es fühlt sich natürlich nicht so gut an, wenn man seine eigene Wohnungstür aufmachen kann. Und die vierte Frage war, wie viel Zeit habe ich mit der Polizei und mit der Tür und so weiter verbracht? Und das hat mich mehr oder weniger einen Tag gekostet. Und was passierte zu meinem PC, meinem Computer, meinen anderen Sachen? Wo war meine Aufmerksamkeit nicht in dieser Zeit? Das gehört natürlich einfach meiner Aufmerksamkeit zu erschrecken. Und dann haben sie andere Sachen in meinem Büro oder so gemacht. Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Und natürlich hat mir die Polizei ein paar seltsame Fragen gestellt. Sollen wir Pompeo jetzt als einen Verdächtigen behandeln? Vielleicht sollte ich das machen. Muss ich mit meinem Anwalt mal überlegen. Ist das mit dem Datum zu tun? Das war der 3. November. Der Tag, also der war in den USA. Und es gab ein paar Anschuldigungen, die irgendwas mit der Wahl zu tun hatten. Zuvor. Also, das nächste, was passierte, etwas ist zwischen mir passiert und am Montag, am Tag, bevor sie mit meiner Tür irgendwas gemacht hat, hatte ich ein paar Dokumente nach Spanien geschickt. Das waren rechtliche Dokumente, die bedeutet, dass ich Freunde, also der spanischen Embassy, ein Power of Attorney sagt, damit wir auch eine Firma angreifen, und zwar bei UC Global, die running the surveillance or the protection surveillance at the beginning on behalf of the Ecuadorians in that embassy and later to the Shadow Ailsons Company or at least having a site arrangement there, which is still subject to ongoing lawsuits because not only Julian was white, everybody was white and beobachtet wurde, sondern alle anderen, die dort beobachtet haben. So I had shipped documents on that Monday almost 6 o'clock. Um 6 Uhr morgens im Polizeibüro in Postbüro und ich habe diese Dokumente in einen verschlossenen Umschlag gepackt. Und mit einer Liste, was da drin war, das versiegelt mit das habe ich dann rausgegeben. Und die sagten, nein, das muss auch noch in einen DHL-Umschlag rein, für das Geld. Dann habe ich drei Packungen bis dann angekommen, aber alles geöffnet. Und die spanischen Anwälte, die waren dann die waren ziemlich klar, dass das ist aufgeschnitten. Ja, man sieht dieses lustige
Zollband. Aber warum sollte der deutsche Zoll eine Dokumenten versandeln? Das macht nicht so viel Sinn. Also, es ist immer noch unterwegs und muss gecheckt werden. Das könnte natürlich wohl zwar sein, aber das hat ein paar weitere Aspekte. Also einmal ist es das kleine Attorney Privilege, also das Privileg der Rechtsbeziehung zwischen einem Anwalt und einem Klienten dieses Anwaltes. Und dann war das der deutsche Zoll, der dabei war, oder wurde tatsächlich nur dessen Material. Warum hatte ich diese E-Mail geschickt, wie konnte es sein, dass der, dass mein Anwalt das Zeug nicht bekommen hatte? Dann habe ich mit TNL gesprochen und was mit ihm? Nein, wir können nicht sagen, auf welcher Rechtsgrundlage ihr Dokumentenversand geöffnet wurde. Wir können nicht sagen, wer es war. Aber wenn Sie eine Frage haben, warum fragen Sie nicht beim Zoll? Ohne klar zu sagen, welcher Zoll das gewesen wäre. And again, of course, this is kind of an das ist natürlich eine interessante Geschichte, aber ich habe normalerweise andere Prioritäten. So habe ich mich dann gefragt, okay, wie viele Tage soll ich damit verbringen, herauszufinden, wer meine Shipment geöffnet hat. Das war dann der Status, in dem ich zum Zeitpunkt war. Und das ist wieder eine Erinnerung daran, wir gucken uns unsere Sachen an, wir mögen nicht. Wenn ihr da gegen eine CIA-Firma vorgeht. Also kommen wir dann zu einer Zusammenfassung dieses Talks, also dass wir auch Zeit für Fragen haben und so weiter. Da möchte ich über drei Dinge reden. Und zwar erstmal der Elefant und das Problem der fehlenden Socken. Also irgendwo möchte ich nicht sagen, dass ich nicht in einem Angstzustand gewesen bin. Na, ich weiß nicht, wie das meine geistige Gesundheit und die meiner Freunde und Verwandten beeinflusst, aber das mein kognitives System sieht natürlich diese Dinge einfach überall. Und wenn dann man dann Socken wäscht und man fällt Socke weg, dann fragt jemand anders, das war bestimmt das CIA. Aber ich hatte schon geglaubt, dass das das Bettzeug war und da ist tatsächlich eine Socke in dem Bettzeug gewesen. Und manchmal, wenn man dann in der Waschmaschine die Socken und Sockenwäsche hat, dann finden sich die Socken plötzlich in der Wäsche wieder. Und dann merkt man das gar nicht und dann sind die weg. Und dann For entertainment einfach nur aus Spaßgründen muss man mal sein Gehirn entspannen. I'm totally okay to say the CIA is responsible for everything, including the missiles. Aber verdächtige erst dieses Bettlaken und dann denkst du, das ist ein Witz. Aber das hilft dir nur in dem einen Moment, aber so längerfristig. I don't know. So. Und diese Seite von ich weiß das nicht, man weiß halt nicht, was man tut, sollte man Freunde hier einladen in mein Büro und während wir über Überwachung sprechen. Ich habe mir diese Technologie angeschaut. Das ist halt dann was anderes. Es ist vielleicht auch wichtig, nicht immer in diesen Antwortmodus zu kommen, wenn etwas passiert. Denn du denkst, warum machen sie das alles? Es kostet Geld und Aufwand. Geht es darum, mich zu verunsichern? Bin ich halt wirklich in so einer schlimmen Organisation? Ich weiß nicht, was deren Idee ist. Ich versuche nur, es langsam anzugehen und darüber nachzudenken. Denn andere Aspekt ist, habe ich Auswirkungen auf andere Menschen? Und die, wie ich die Situation sehe. Und das läuft noch weiter. Aber wenn ich mit normalen Menschen spreche,
mit anderen Journalisten oder Menschen, die ich treffe, wenn sie mich besuchen. Und wir soziale Dinge machen, wie einfach miteinander essen. Und sie rufen mich einen Tag später an und dann sagen sie, dass mein Telefon zweimal neu gestartet hat. Oder dann denkst du, das ist hoffentlich nicht meine Paranoia, dass das passiert, sondern sie wollen eben auch wissen, was passiert und ob es darum geht, sie zu verunsichern. Das ist nicht cool. Und das heißt auch, dass die, dass man es nicht ignorieren kann und nicht einfach sagen kann, hab einen schönen Tag und alles vergessen, das geht nicht. Und wenn ich mit diesem Stress schon lange zu tun habe, das heißt nicht, dass jeder, der mit dir zu tun hat, kann dasselbe tun. Mit so einer solche Situation erzeugen Ängste und das ist nicht okay. Und die letzte Folie endet mit einer Frage an euch alle. Wie kommt man hier wieder raus? Es gibt eine Option. Ich versuche, Autoritäten dazu zu bringen, dass die CIA diese Aktion beendet. Aber das ist ein Witz. Das, Gerechtigkeit zu sichern. Ich habe es an die Generalbundesanwaltschaft geleitet, aber ich glaube nicht, dass sie mir da viel helfen werden. Und dass sie die CIA daran hindern werden, das weiterzumachen. Und das ist ein schöner Traum. Beautiful dream, but okay, not very realistic, maybe. Option two, die zweite Option ist, Pompeo liest diese. Reads it on the Bible. Pompeo seems to be, if you look at his Twitter account, reasonable, believe in Jesus Christ and all that thing. Er merkt, dass das alles falsch ist und beendet es. Okay, shit happens. Welcome, good. If that's realistic, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das müsst ihr mir sagen. And the third option, I don't know. Maybe you have some ideas, and that's my question to you, the audience. And that's the end of my. Das ist jetzt das Ende von meinem vorbereiteten Teil, und jetzt freue ich mich natürlich auf eure Fragen der Zuhörerschaft. Mit diesen Worten danke, Andy, für den tollen Talk. Zwischendurch bekomme ich die Message, dass eine dritte Option ist, einen tollen Weingarten zu haben. It's completely right. I considered actually maybe I should do something to become a farmer or, you know, Ziegen zu tun oder ein Farmer zu werden, bevor ich das alles aufgebe und aufs Land zu an die Community outsourcen, mal gucken, was sie denken. In der Zwischenzeit gibt es immer noch sehr viel Zeit für tollen roten Wein. Aber zu unseren Fragen. Wir haben viele, viele Fragen. Und die erste Frage ist, wie würdest du die Überwachung der CIA mit der Überwachung der DDR vergleichen? Also, ich bin in Hamburg geboren worden, ich habe in Osten gelebt, als die Regierung schon sich zerlegte, aber noch chronisch schon da war. Also ich bin nicht jemand, der das gut vergleichen kann. Aber ich habe schon mit Menschen gesprochen, die dort bei dem Auslandsgeheimdienst gearbeitet haben. Und ich simplifiziere jetzt ein bisschen, es gab eine Szene später, wo ich in die Küche gegangen bin, als mein Türschloss gestellt wurde. Und da fand ich einen blauen Handschuh. Nein, der ist nicht von mir. Und die Polizei hat schwarze. Also, verdammt, vielleicht waren die hier mit dem blauen Handschuh. Und vielleicht,
Also, dann habe ich Personen gesprochen, die ich kenne. Gute Freund, er war also dort im Auslandsgeheimdienst. Schau von einer Kosten-Nutzen-Stück, was die kostet, dich 10 Cent oder so. Und es macht Angst für 10 Monate. Also schau mal, wie gut sich das gelohnt hat. Und da hat er natürlich recht. Also da hat er, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass die ostdeutsche Stasi, dass die schon klar verstanden, diese Instrumente, wie sie verdeckte Überwachung zu machen, also dass derjenige das dann nicht weiß, und natürlich die Abteilung für wir machen das auch, er soll das wissen, und er ist ein längerfristiges Problem und wir wollen einfach, dass er das Gefühl hat und dass wir ihn verängstigen und dass er Angst hat und dass seine Frau Angst hat und so weiter. Also ich glaube, das ist tatsächlich vergleichbar. Oh. Cool. Naja, nicht so cool. Not cool. Speaking of covered versus bezüglich verdeckter oder nicht verdeckter Überwachung. Does it still bother you emotionally? Hast du immer noch emotionale Probleme? Also was mir eigentlich Angst macht, ist eher, dass es manchmal schön ist, alleine zu sein, und es ist manchmal schon schön, nicht über die CIA nachzudenken, dass sie in der nächsten Tür sind oder in der Wohnung unter mir sein oder in der Umgebung um mich herum. Normal Dinge zu denken, ein Puzzle zu machen oder so, oder irgendwelches Spider-Movies zu gucken, aus Spaß. Manchmal ist das schon echt doof, ich komme damit schon irgendwie zurecht, aber diese 20 Jahre natürlich ist, dieses Jahr hat es gerade unmöglich gemacht, zu reisen. Normalerweise versuche ich das mit der Reise ein bisschen, das kann ich natürlich dieses Jahr nicht. Also, das ist ein bisschen intensiver dann. Und es geht mir ein bisschen nachher. Und ich möchte, dass diese Leute aus meinem Leben raus sind und dass sie was Nützliches mit ihrem Leben machen. Ja. Die nächste Frage. Er oder sie oder diese Person. Diese Kreatur hat das vielleicht nicht gehört. Nimmst du deine Geräte normalerweise auseinander? Nein, ich mache das nur regulär und sie hat ein Problem mit der Hitze. Und ich muss zugeben, ich war da nicht sehr, sehr gut, das zu checken, aber das ist tatsächlich etwas. Wenn man ein Büro hat, dann geht es, aber ich arbeite auf verschiedenen Kontinenten und war das tatsächlich ein Problem. Ja, man muss überall Safes und versiegelte Bereiche haben, aber selbst dann, Pompeo scheint das begründet zu haben, dass man diese Dinge, egal, außer respektive der Kosten machen kann, eine Wartung, ein privates oder sicheres Kamera zu haben, ist sehr begrenzt. Also wenn man sich anguckt, was man kann, die Verschlüsselung. Das Kryptophon ist ganz gut, sonst hätten sie sich nicht die Mühe gemacht, da was reinzubauen. Aber am Ende des Tages für mich hat es den gleichen Effekt. Naja, also das ist ein Gerät, es ist ein anderer Raum, der Raum hat Fenster. Sieht, was sie sonst mit dem Fenster gemacht haben. So ist also, Security. Ich habe halt was für eine schöne Idee. Nein, aber da hilft nicht. Ja. Versuchst du den Obdachlosen ein paar Münzen zu sehen, um umgekehrt Einschüchterung zu erzeugen? Ja, das ist ein lustiger Punkt. Also ich hatte da eine Situation gehabt, wo ich auf jemanden wartete. In einer Einkaufsstraße und ich dachte einfach, irgendwas ist mit dem Kerl komisch. Also als ich die Kamera sah, da ist er schnell weggelaufen. Also nein, da habe ich ihm kein Geld gegeben. Das zweite Mal. Aber es ist eine gute Idee. Ja, also das Problem ist, das wird sich gemacht, aber ist, dass ich immer eine Kamera dabei habe.
Das ist für mich wichtig, dass ich dann wirklich das dokumentieren möchte. Und die meisten davon, außer den Briten, mögen das nicht so gern, wenn man Fotos von ihnen macht. Entweder, also die meisten Menschen, die merken, dass sie Fotos von ihnen machen, aber diese Leute sind, tun entweder so, als ob sie es nicht sehen, aber mit zu viel Energie, das ist irgendwie komisch, und, oder sie sind wirklich dann abgeschreckt und gehen weg. Die beste Lösung wäre, dass man die älteste, größte Kamera immer bei sich hat. Ja, ich sag mal so. Also ich bin eigentlich kein Fan von Überwachung und kein Fan von Überwachungskameras für den Rest meines Lebens, aber ich mag dann die Idee von Überwachungskamera in meiner Umgebung doch eigentlich ganz gerne. Das tut mir leid, aber es gibt kaum was wir machen können. Ja, vielleicht ein Feed oder so und die andere Person, die mit einem auch an die Gesichter. Ja, es gibt Optionen. Und trotzdem, analoge Fotografie ist toll. Vielleicht kannst du darüber nicht drüber sprechen. You want to talk about or you can talk about. Nein, da will ich natürlich nicht drüber reden. Also, ich habe mich schon mal gewundert, warum ich diese Ding gehabt habe. Ist das der Zeitraum? Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass ich in dieser Szene bin. Ich bin keine Person, die gut ist. Ich hatte immer gute Schmesser. Ich weiß nicht, wie gut sie sonst gewesen sind. Verschlüsselung war immer eine gute Idee. Not always about hiding something. It was just good practice of having. Es war einfach immer eine gute Idee. Also so for me, that was very normal for many years to do that, and maybe, you know, compared to other prisons, that made me more interested. Vielleicht war es für andere spannend, das Dinge, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee für alle, die sich daran beteiligt haben, über diese drei Themen: physische Sicherheit, Verschlüsselung und auch, was für Möglichkeiten hat man, um festzustellen, dass etwas manipuliert worden ist. Ja. Yeah. Da geht es nicht nur um das, die Überwachung. Also, die können natürlich auch auf die Systeme eingreifen. Wie körperliche Checksummen. Kind of. Die nächste Frage ist: fragst du die Polizei an der Grenze, ob alles vorbereitet ist? Sie meinen also auf der britischen Grenze. Ich reise nicht mehr in die UK. Nachdem sie mit Julian Assange umgegangen sind, ich mag diesen Ort nicht mehr. Vielleicht habe ich noch nicht erwähnt, nachdem diese Situation mit der Grenze passiert ist, habe ich mich auch dann entschieden, nicht mehr in UK zu übernachten. Also manchmal habe ich auch Daytrips gemacht, Sachen dann dort abzuholen, um vielleicht nach Zürich und dann zurückzukommen. Ich habe gemerkt, at the bar of a shitty hotel than in London Central City with yeah, the special relationship, as it's called, between the intelligence of the UK and those of the wegen der besonderen Beziehung zwischen US und I see. Wenn wir über Schlafen reden oder in deiner Wohnung zu sein, wäre ein Heimüberwachungssystem da eine Erleichterung? For example. Well, that's like, also das ist so, als ob ein Teufel mit Bezug aus Zeiten. Also nein, ich bin kein großer Freund von ja, natürlich. Am Ende des Tages muss natürlich mit meiner Tür prüfen, was ich dort tun kann, um das festzustellen und das aufzunehmen. Aber das ist nicht schön. Das ist einfach so, wie es ist. Ja, ich bin nicht eigentlich, wie das Leben auf der Erde sein sollte. Ja, es ist eine Abwägung, was man zurückbekommt. Also die Sache ist, schau mal, ich bin ein Deutscher. Was ich tue, ist rechtlich und von der Verfassung geschützt. Und ich lebe in Berlin, hier ist es eigentlich relativ sicher.
Aber ich habe in den anderen Ländern das Leben ganz anders und vielfältiger ist. Und das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht, dass ich eigentlich in einer relativ sicheren Situation bin, dass ich über diese Dinge reden kann. Aber ich habe Freunde, die in heftigen Situationen leben müssen und die wissen, dass sie darüber reden können, um die Dinge nicht eskalieren zu lassen. Und das ist natürlich eine ganz deutlich schwierigere Wahl für sich. Ja, das ist klar. Und das führt zu einer weiteren Frage, ein interessanter Punkt, den man... Was können wir tun, um dich zu unterstützen? Und was können wir generell tun? Also, ich bin sehr dankbar für die Frage. Ich habe keine gute Antwort, aber ja, ich würde gerne mit diesen Leuten reden, was man tun kann. Aktuell komme ich damit in Ordnung. Ich rede mit der Polizei, mit meinen Anwälten, die Leute vom Spiegel, mit denen ich arbeite, die sind auch sehr gut darin, das zu unterstützen. Vielleicht finden sie dann Möglichkeiten. Es scheint so, gerade wenn es um Julian-Situation geht, also wo es gerade ganz schlimm eskaliert ist und es hat mit ihm zu tun. Ich glaube nicht, dass ich eine gute Antwort habe, aber ich glaube, es ist eine gute Idee, darüber zu reden. And so maybe identifying other people who are in some kind of situation, maybe hopefully was able to show it's not that difficult to get in such a situation. Wenn man darüber geredet hat, es gibt eine Big Blue Button Session, um das zu diskutieren. Man findet das in der 2D-Welt, in der Whistleblower-Welt. Im Zelt. Ja, das ist in dem Zelt, habe ich gehört. Im Zelt ist die URL zum Big Blue Button, ist, glaube ich, dort verbunden. Nochmal. Bitte geht in die 2D-Welt und geht in das Whistleblower-Tent dort. Wir haben noch ein paar Minuten übrig. Wie geht's dir psychisch? Gibt es irgendwelche Methoden, die du anwendest, um deinen Kopf frei zu bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich trinke zu viel Wodka, aber ich versuche es normalerweise, gute Qualität da zu behalten. Also, ich sage mal so, das echte Problem ist eher, die Menschen geben, die ein bisschen Basisverständnis davon haben. Ich mache es gerne, Leute zu tun, die nichts mit IT und Inspiration haben, also normale Menschen. Das ist sehr erfrischend, mit diesen Leuten umzuhängen. Deren Fähigkeit, dieses Problem zu verstehen, ist natürlich etwas begrenzt, aber ich glaube, andere können es besser einschätzen, wie ich mental damit umgehe. Wenn jemand eine Idee hat, dann höre ich gern zu und schau mal, was möglich ist. Da können wir ja zurück zu dem Weingut kommen, das sehr entspannt ist, und dort zu arbeiten. Auch während einer Pandemie, interessant. Naja, dann muss ich eine Möglichkeit finden. Es ist draußen und es gibt viel große Distanz zwischen den Menschen und das könnte funktionieren. Und die letzte Frage ist, rot oder weiß? Wein. Roter Wein. Auf jeden Fall. Yeah, definitely. Und danke für alles dies und danke zurück. Natürlich müssen wir auch dafür arbeiten, dass Julian aus dem Mist herauskommt und andere, über die wir nicht jetzt sprechen können. Ich danke euch für die Möglichkeit, mit mir zu reden, aber es geht uns auch um die anderen. Und holt Julian da raus. Mit diesen tollen Worten, Andi, danke für deine Zeit und bei uns zu sein und in diesem Remote-Event dabei zu sein. Wie wir schon gesagt haben, es gibt immer noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen in dem Whistleblower-Zelt. Damit, ja, habt einen schönen Abend und versucht euch zu entspannen und bis bald. Tschüss. Goodbye. Thank you.